Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Drachensang am Fluss der Zeit. Und ja, wir haben es nach Norgamash zum geschafft, der verbotenen Binge, wo wir den blöden Kobold verfolgen. Ich bin's, der Bußnickel. Weil mir langweilig ist, gibt's ein Zusatzspielchen. Und nicht mitspielen gibt's nicht. Sonst geht's nicht weiter. Edge! Okay, was? Da kommt er auch gleich angelatscht und nervt uns. Was für ein Zusatzspielchen? Wozu, was kommt dieses? Folgenden Zungenbrecher musst du fehlerfrei nachsprechen. Welchen denn? Lass hören. In dem echten Fichtnigischen Fittichen. Was? 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 Ach du Mach, du Schatulach, du Dach, du... Was zur Hölle? Verblüffend, als ob es aus meinem Mund kommen würde. Wie machst du das nur? Da gibt's was Schönes für die Regenbogenkiste. Regenbogenkiste? Okay. Ich habe jetzt gerade ein riesiges Fragezeichen über dem Kopf. Ganz ehrlich. Zwerge werden schlecht und schuldig, weil sie graben und handeln, ohne die Folgen ihrer Taten vorauszusehen. Okay, hier gibt es 3, 4 mögliche Richtungen. Ich hoffe mal, es kommen keine Gegner. Okay, verschleuderter Zwerg. Und wieder betritt der Kandidat die Bühne. Bereit für die nächste Frage? Okay, jetzt sind wir wieder bei Wer wird Bußnickel-Millionär? Ja. Der Zug der 1000 Karren, Oger, Ziegen oder Drachen? Ich will schummeln. Wie willst du denn schummeln? Antworten ausschließen oder Begleiter fragen? Begleiter. Und wen möchtest du befragen? Wähle weise. Vielleicht wissen sie es ja auch nicht. Dann ist er flutsch, futsch. Vorgriff. Obwohl ich mir gewünscht hätte, dass damals 1000 Drachen draufgegangen wären. Es waren 1000 Oger. Okay. Wir haben den Begleiter gehört. Nun noch einmal zur Erinnerung die Frage. Der Zug der 1000 Karren... Richtig, du hast gewonnen. Mein bärtiger Gehilfe wird dich gleich mit Worten entlohnen. Ja, was denn? Der zweite Buchstabe ist ein O wie Obstkuchen. Bei Angros gekräuselten Rücken, diese miese Hinterhältige. Und er hat mich zur Sprechpuppe gemacht. Okay, der Zwerg ist auch wieder dabei sich. Pass auf, was du sagst, der Kobold hört vielleicht mit. Soll er doch, wenn ich den in die Finger kriege. Wie hat der Kobold dich erwischt? Ich bin dem Kerlchen hinterher. War ja auch nicht schwer. Immerhin brabbelt er ja die ganze Zeit vor sich hin. Ja, das stimmt allerdings und wie nervig. Als ich ihn dann gefunden habe, bin ich lautlos an ihn herangepirscht. Grad wollte ich ihn schnappen, da dreht er sich um und alles wird schwarz vor meinen Augen. Das Kerlchen muss gute Ohren haben. Ich bin dem Kerl, als ich ihn dann gefunden habe, ja, okay, das werde ich. Nochmal macht der Kobold nicht so einen Narren aus mir. Oh, wie Obstkuchen. Ich hasse Obst. Also N-U sind schon mal die ersten beiden Buchstaben, hä? Gut. Dann dürfte hier hoffentlich der nächste Zwerg sein. Hier sind Hebel, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Und das hier sieht mir eher aus wie... Naja, okay, das sind Schlafstätten. Was ist in der alten Kiste? Einfacher Verband. Okay, hier ist kein Zwerg. Das Gitter ist verschlossen. Den Hebel können wir auch nicht benutzen.
Und wir haben natürlich Quano nicht dabei, der öffnen kann. Hier ist auch kein versteinerter Zwerg. Da müssen wir hier wohl weiter. Okay. Den Weg da lang oder erstmal hier umgucken? Ich würde fast schon sagen, erstmal hier umgucken, oder? Hier scheinen auf jeden Fall wieder Mäuse. Okay, das ist... Was zur Hölle? Ach, so ein Geheimnis. Geheimnisse sind immer gut. Mal sehen, was wir hier finden. Einfacher Verband und Gulmonblätter. Ulmenholz. Das ist der gelegene Diamantstaub. Ja. Und rostige Nägel. Und ein versteckter, verschlossener Schatz. Krrr. Gemeinheit. Jetzt muss ich da später mit Quano nochmal hierher kommen. Noch ein versteinerter Zwerg. Gut. Hallo, Kobold. Applaus! Der Kobold ist wieder da. Bereit für eine weitere nanureske Knüffelei? Ja. Wie heißt der letzte Fluss Aventuriens? Donnerbach? Großer Fluss? Jakvir? Oder Ingvar? Das ist leicht, weil an dem sind wir ja. Der große Fluss. Richtig, du hast gewonnen. Mein bärtiger Gehilfe wird dich gleich mit Worten entlohnen. Das war jetzt eine einfache Frage, wenn man aufgepasst hat. Wir sind ja am großen Fluss. Dem Fluss der Zeit. Der dritte Buchstabe ist ein G wie Gold zu Nickel. Was? Wo bin ich? Die Wasserpumpe ist fort. Ich bin auf Rampe B4. Hä? Wie kann das sein? Ein Kobold hat dich zu Stein verwandelt. Erinnerst du dich? Okay, der ist total durch den Wind. Oh, das erklärt alles. Ich wollte gerade die Pumpenanlage in Betrieb nehmen, weil Wasser eingebrochen ist. Zack, bumm, weg war ich. Alles schwarz. Ja. Dachte schon, der verklemmte Hebel hätte sich ruckartig gelöst und mich an meinem Kopf erwischt. Aber dann hätte ich wohl Sterne gesehen und... nicht einfach nur schwarz. Okay, der Typ ist ein Sapeur. Der ist eigentlich dafür verantwortlich, dass Gänge geflutet und werden und einstürzen, nicht um sie zu reparieren. Ich gehe dann mal gelingen. Den Kobold jagen. Ich mache mich an die Pumpe. Bei der letzten Inspektion war alles noch in Ordnung. War bestimmt Sabotage von dieser kleinen Tunnelratte. Ah, dir auch gutes Gelingen. Eigentlich solltest du hier lieber abhauen. Okay. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Daran geht es noch weiter und da können wir noch weiter. Okay, hier durch. Wieder und dann hoch. Sind wir hier wirklich schon in der verbotenen Binge oder ist das noch die andere Zwergenbinge? Aber ich glaube, das ist die verbotene Binge. Und das hier sieht aus wie ein eingestürzter Gang mit etwas Feuermoos und einer Handwerkskiste. Okay, Zunderschwamm ist immer gut. Lederbänder. Ja. Blattgold und rostige Nägel. Vielleicht verkaufe ich das Blattgold irgendwann mal. Und mache damit die nötigen 500 noch was. Dukaten, die der Helm kostet. Aber okay, jetzt geht's dann hier wohl weiter.
Okay, kleiner Nebenraum mit einem Fass drin, ist nicht wichtig. Immer erst nach rechts. Ja, ich glaube, wir sind wirklich schon in der verbotenen Binge. Bosnickel, der ist da unten. Handwerkskiste, hier ist nichts. Hier geht es, glaube ich, direkt zum Bosnickel. Zu ihm seinen Namen stecken. Ja. Okay, noch mehr Ulmenholz. Und die anderen Sachen. Lalalala. Dann gucken wir mal auf die andere Seite. Ich glaube nämlich, dass dann hier der versteinerte Zwerg ist. Genau. Ich schaue hier auf die Steine. Neues Spiel, neues Glück. Jupp. Wie nennen die Torwaler ihre Langschiffe? Kogge, Kutter, Potte oder Otter? Das kenne ich aus der Nordland-Trilogie. Das ist eine Otter. Richtig, du hast gewonnen. Mein bärtiger Gehilfe wird dich gleich mit Worten entlohnen. Der vierte Buchstabe ist ein O wie Ohrensausen. Ohrensausen? Was zum... Wer bist du denn? Freund unseres Clans oder mit dem Bosnickel im Bunde? Ich hab dich gerade in Stein, also ich bin Freund. Wenn du unser Freund bist, dann schnapp dir diesen elenden Eindringling. Los! Warum kümmerst du dich nicht selber um den Kobold? Willst du damit andeuten, dass ich feige bin? Vorsicht! Wie soll meine Axt ihn zerteilen, wenn ich nicht an ihn rankomme? Ja, sehr toll. Halt! Bevor du gehst, nimm dieses Gold für die Koboldentsorgung. Falls du versagst, hole ich es mir von dir mit meiner Picke schon wieder. Vielen Dank, ich hoffe, die Picke wird unnötig sein. Ja, das wird sie auch. Zum Glück gibt es hier kein Gold, das hier zu bleiben haben kann. Ich dachte, der macht Katzengold raus. Ja. Gibt's hinter der Tür überhaupt noch was? Und hinter der Tür da? Falsch. Pausemenü wollte ich gar nicht. So. Schuss bringen. Wer weiß, wie lange er braucht. Okay, dann lohnt es sich definitiv nochmal in die Binger reinzugucken. Wenn er das mit der Wasserpumpe erledigt hat. So, jetzt geht's aber erstmal zu dem netten Bosnickel. Also, N-O-G-O. No-Go. No-Go. Wer poltert denn laut wie ein Gewitter herein? Jetzt muss ich meine Steinchen wieder in den Schlaf singen. Ach ja. Nun, wie heiß ich? Ich weiß, es ist nun kinderleicht, aber so sind die Regeln. Sprich zu. Heißt du Hinz oder Kunz? Nein, heißt du etwa No-Go? Oh Gott. Der Spruch, der musste der sein. Was? Wie? Das kann doch nicht wahr sein. Du hast mich ausgetrickst. Jetzt ist es mir wie meinem Vetter Rumpelstilzchen ergangen. Gut, oh du mein Bezwinger, befiehl mir. Raus mit dir aus der Binge. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ach, bist du gierig. Schau in die Kiste da hinten. Und sei gewarnt. Giertasch ist der gierigste von allen. Wo er reinschaut, wird er nur Verderben finden. Gut, zu wissen. So, das wär's. War doch gar nicht so schwer. Da hat Arthur allerdings recht. Zwei Fragen konnte ich leicht lösen. Und zwar das mit den... Ach, das muss hier irgendwo eine Kiste sein. Handwerkskiste. Stand hier nicht noch eine Kiste? Da stand noch eine Kiste. Okay, dann ist das hier wohl der Weg nach Norgamasch zum...